Was ist mit der Vorbild? Der hat sich irgendwie verkrümmelt. Ich nehme an, das war ihm alles zu viel. Deutschland, Schweiz, Österreich, Liechtenstein, keine Ahnung. Uff, das war eine Tortur. Wir sind jetzt angekommen hier auf dem Campingplatz. Vor dem Campingplatz waren wir schon mal vor 4 Jahren. Und da kommt gerade die Silvia. Hallo. Sind da jetzt gelandet, nachdem wir 2 Stellplätze angefahren haben, die Katastrophe waren. Das erzählen wir euch morgen drüber. Jetzt sind wir erstmal platt. Aber ich zeige euch mal noch was. Guckt euch mal die Ansicht an. Ja, die Silvia meine ich auch, aber ich meine hier. Mehr dann morgen. Ciao. Ja, eine Spitze. Da ist die Silvia. Mit Schlafanzug im Vordergrund. Sehr gut. Ja, ich bin nicht.
Aus. Aus. Ja, hat er gut gemacht. Ja. Hier wird noch gehupt, wenn um die Kurve gefahren wird. Finde ich cool. Links rum. Hoppla. Komme ich da drüber? Ja. Schaffe ich. So, das war's. Hast du Spaß gemacht? Ja. Sascha, nicht nur so, oder? Nein, nee. Nämlich nein, die erste nein. Fahrt. Also mache ich schon Spaß, die Scooter. Und für so kleine Strecken und so ist es eigentlich ganz gut. Ja, da gucken wir mal so. Jetzt machen wir uns eine schöne Abend. Ich gehe noch fotografieren. Ich zeige euch nochmal die Stimmung hier. Oh, das ist schön, freue ich mich drauf. Und da müssen wir mal gucken, wie es morgen weitergeht, gell? Okay. So, was gibt's heute Abend zu essen? Kartoffeln, Mozzarella-Sticks. So, überbacke mit so einem Käse bisschen im Omnia. So, Omnia liebe ich. So, dann gehen wir mal raus. Ja, da gucken wir hier mal. Oh, lecker. Hier gibt's Schmetterlingssteak und Tomatengurkensalat. So. Mehr noch schönes Wetter. Letzter Tag. Morgen fahren wir ja weiter. Ich wollte euch jetzt noch ein bisschen den Campingplatz zeigen, wenn ihr Lust habt. Wer da mal Interesse hat, hinzukommen. Also wir können es nur empfehlen. Wir sind jetzt das zweite Mal hier. Total gemütlich, familiär und gerade am Ende der Saison. Oh, ich glaube, da stehen noch drei Autos noch. Vier Stück, vier Vans, sonst nichts. Also ich bin jetzt hier am Ufer und ich zeige euch jetzt mal die Promenade hier, so, oder wenn man es so nennen kann. Hier geht es die Treppen hoch. Da gehen wir zu unserem Van. Der steht hier oben. Wie gesagt, und das alles andere, wie ihr seht, sind Festcamper. Die haben schon alles winterdicht gemacht hier in Italien. Immer bei denen fängt der Winter an bei 18 Grad plus. So. Silvia wartet auf mich. Dann wir gehen nämlich jetzt in das, da gibt es so ein kleines Naturschutzgebiet nebendran. Da nehmen wir euch mal mit. Da steht die Silvia. Irgendwie läuft die Heizung noch. Wir haben das heiße Wasser noch an, gell? Ja, lass an. Lass an, ja? Ja, oder? Ja, nee, lass an. Okay. Alles gut. So, dann gehen wir, gell? Okay. So, dann nehmen wir euch mit. Hier geht's hoch. Wie gesagt, das sind lauter Festcamper hier. Was ich hier besonders toll finde, ist, an viele Campingplätze sind die Festcamper. Direkt vorne am Ufer. Und hier ist es genau umgekehrt. Die Festcamper sind hinten und die Touristen, die Plätze sind nicht viele, die haben. Sind vorne am Ufer. Dann geht es zur Rezeption. Hier hat schon jemand sein Auto abgedeckt. Aber wie gesagt, was haben wir dann? 22, 23 Grad. Perfekt für reifere Menschen. Hier sind so Wohnmobil-Homes oder nee, wie heißen die? Ja, so. Ja, so Homes, so feste Homes, wo sie vermieten. Wie gesagt, der Campingplatz ist jetzt kein Luxus-Campingplatz, aber total gemütlich und wir fühlen uns total wohl. Ihr seht hier viele Autos, ganz ruhig vorbeilaufen, mein Schatz. Ihr seht hier viele Autos. Es liegt daran, weil diese Pizzeria oder diese Bar wird noch zusätzlich auch von der Einheimischen genutzt. Deshalb ist abends immer viel Trubel hier. Das finden wir aber so toll. Das ist Italien. Genau, hier vorne ist die Bar. Da nehmen wir euch nachher mal mit. Hier ist die Entsorgung. Die ist natürlich nicht so optimal.
Da kann man, jo, man kann drauf fahren, aber ja, gefällt uns nicht ganz so. So, und Wasser haben wir eben in unsere neuen Gießkanne geholt, faltbare, weil der Wasserschlauch hat es schon hinter sich. Also ich weiß nicht, ob wir da, oder wir nehmen unser eigener, müssen wir mal gucken. Aber wie gesagt, schon Saisonende, oder kurz vor Saisonende. Davon ist die Rezeption ganz einfach gemacht, man klopft an die Scheibe. Und die junge, freundliche Dame öffnet, die sind total nett. Touched my bed, just sleep on the floor. But I'ma get on my feet, get on my chores, get some things from the getting store. So, Kamera ist dabei. Ich habe diesmal so ein ganz normales Reiseobjektiv dabei. Das 18-200er von Sigma. Dann brauche ich nicht alles so viel mitzuschleppen. Wir haben einen Platz gefunden, wäre vielleicht für der ein oder andere interessant für euch, so ein Freistehplatz. Für Freisteher, den werden wir uns auch fürs nächste Mal merken, weil der ist total ruhig hier am See. Ich versuche mal, die Silvia sucht gerade das Handy, ich versuche euch mal die Position zu bestimmen mit Google Maps und ein Bild zu machen, dass ihr ungefähr wisst, wo der ist. Und ich zeige euch mal, ich gehe mal da vorne hin. So, und da stehen zwei Vans. Und man darf hier, wenn ich das richtig sehe, darf man hier übernachten. Da ist die Zufahrt. Da kommen auch Autos von mir hinten, merke ich gerade. Der fährt da rein. Gut, da ist über Tag. Ist wahrscheinlich ein bisschen belegt, aber ich kann mir vorstellen, dass das abends total schön ist. Da ist sogar eine Toilette dabei. Wie gesagt, und da ist, stehen schon zwei Wohnmobile. Also ist viel Platz. Also wir laufen hier noch ein bisschen rum. In der Ortschaft. Der Park war ja sicherlich nicht so groß. Irgendwie hat man das größere Erinnerung hier runter. Wohin? Nee, wieso hin? Nee, wir gehen da hoch. Oder willst du da nochmal? Da gehst du nur in Häuser. Alko, dann gehen wir da. So, und jetzt habe ich gerade gesehen, ich habe nochmal geguckt, der Stellplatz ist sogar in Park for Night drin. Ich schreibe euch das dann entweder unten rein oder blende ein Bild ein. Ich weiß nicht genau, wie ich das machen möchte oder kann. Es hat ganz tolle Bewertungen für ein, zwei Nächte. So kann man sogar am Strand und Spaten und so weiter. Müssen wir mal gucken. So, bin schon wieder zurück. Hat so eine, ja, so 55 Minuten, Stunde hat es gedauert. Und Dick hat ein bisschen Spaß gemacht. Dann gehen wir ein bisschen weiter. Ja. Aber wir haben den tollen Stellplatz entdeckt fürs nächste Mal. Und wir sind wieder am Campingplatz. Thank you.
Care about the others.